An der östlichen EU-Außengrenze zwischen Belarus und Polen wollen inzwischen tausende Migranten illegal in den Westen einwandern. Ein Großteil der Migranten und Flüchtlinge will nach Deutschland. Die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze ist sehr angespannt. Nachts fallen die Temperaturen regelmäßig unter die Frostgrenze. Hinzu kommt die Feuchtigkeit der sumpfigen Waldregionen. Die Migranten versuchen seit Tagen immer wieder die Zaunanlage zu durchbrechen, mit der Polen sie von einem Grenzübertritt abhalten will. Die europäischen Staaten sprechen von einem hybriden Krieg eines autoritären Regimes. Bundeskanzlerin Merkel fordert eine humane Lösung, statt Menschen für einen Angriff auf die EU zu benutzen. Die polnische Regierung und die EU werfen dem belarussischen Machthaber vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Alexander Lukaschenko hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen und internationale Schleusernetzwerke für die Organisation der Reisen der Menschen verantwortlich gemacht. Allerdings hatte er selbst im Frühjahr als Reaktion auf westliche Sanktionen erklärt, dass er Migranten auf dem Weg in die Europäische Union nicht mehr aufhalten werde. In einem Interview mit der Moskauer Militärzeitung Nationale Verteidigung tönte er zudem: Sie, die EU-Politiker, haben Sanktionen verhängt und einen hybriden Krieg angezettelt. Und diese Bastarde, diese Verrückten wollen, dass ich sie vor Migranten beschütze? Die Zahl irregulärer Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus sowie an der deutsch-polnischen Grenze nimmt seitdem stark zu. In der ersten Novemberwoche hat die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze 993 unerlaubte Einreisen aus Belarus registriert. Mehr als zwei Drittel der Betroffenen stammten aus dem Irak, aber auch Menschen aus Syrien, dem Jemen, der Türkei und dem Iran seien festgestellt worden.